Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge in der Saison 2020-21. Wir können sie vielleicht auch die Corona-Saison nennen. Die können wir abschließend so bezeichnen. Heute hier zu hören ist der Trainer der ersten Mannschaft, Gordon Wilhelm. Wieder mal und immer wieder gern. Und der andauernde Gesprächspartner. Der es eigentlich immer möglich macht, Sebastian Haupt, genau. Aktueller Spieler der ersten Mannschaft. Wollen wir nicht vergessen, gell? Hallo. Tag. Wir haben es mal wieder geschafft, zusammenzukommen, weil ich gehört habe, dass ein paar Hardcore-Fans schon wieder mal lauschen wollten. Genau. Es wird nicht bloß von uns erwartet, sondern, also wir nicht nur von uns selber erwarten das, sondern auch von anderen warten drauf. Damit mal was passiert. Also wir würden uns ja auch für andere interessieren. Richtig. So innere Sichten der anderen, unserer Konkurrenz. Genau. Einfach nur ein bisschen zu tratschen. Das wäre schon mal gut. Dass einfach mal was passiert. So, jetzt kann nicht jeder in seinem stillen Kämmerchen sitzen und warten, dass was passiert. Richtig. So, wir haben es schon angesprochen. Corona ist allgegenwärtig. Unsere Saison wurde Ende Oktober aktuell abgebrochen. Wir haben das letzte Mal zusammengesessen im Mai. Da hatten wir die ersten Auswirkungen von Corona erlebt und die ersten Entscheidungen gesehen. Ich würde dich jetzt gern fragen, wie ging es nach der ersten Corona-Welle, ich glaube, so können wir das jetzt nennen, am Anfang vor dem Sommer. Der Sommer ist passiert, wir hatten Sommerpause. Wie ging die Saisonvorbereitung los? Also besser, als man eigentlich unter diesen schwierigen Situationen hätte sich vorstellen können. Also es ist erstaunlich, wie das dann angenommen wurde, dass die Leute tatsächlich reichlich Bock hatten, überhaupt was zu machen, obwohl die Hallen noch nicht zur Verfügung standen zum Anfang, war ja noch kein Hallentraining erlaubt, sodass wir auf den Sportplatz ausgewichen sind und uns dort betätigt haben. Sehr viel Volleyball gespielt. Aber nicht nur, möchte ich sagen. Also wir sind so zum Teil sogar schon in die Ballarbeit gegangen, was auf dem Sportplatz etwas schwierig ist. Und was man wieder gezeigt hat, wie gut es früher gewesen ist. Handballtraining auf dem Hauptplatz. Genau. Und die alte Schule mit dementsprechenden Auswirkungen auf die Sauberkeit. Der gute alte Plesser-Kohlen-Dreck, der wurde mehrfach aufgewirbelt. Ja, ansonsten haben wir uns da eigentlich, denke ich, ganz gut reingekämpft. Und es wurde halt auch nicht so, flapsig angegangen, sondern tatsächlich mit einem gewissen Ernst und der Aussicht eben, dass man dann im Punktspielbetrieb kurzfristig einsteigen muss. Also die reine handballerische Arbeit kam natürlich sicherlich ein bisschen zu kurz, was wir uns leider bei unserem ersten Punktspiel dann auch sozusagen leidvoll erfahren mussten, dass wir da noch nicht da waren, wo wir hin wollten. Wir wollten noch nicht über diese Saison sprechen, wir wollten erstmal nur Corona als Thema haben. Okay, wie hast du denn die Kommunikation vom Verband mitbekommen? Zu dem Verein. Die zu der Situation jetzt geführt hat? Oder auch schon vom Sommer her? Vor der Saison. Also ich habe mitbekommen, es gab sehr zeitnah von der DHB, vom Deutschen Handballbund, ein Papier, wo gesagt wurde, welche Schritte, wie man wieder zum normalen Handballspielen kommt. Genau. Das wurde auch ziemlich detailreich und meines Erachtens auch ein bisschen, zu wissenschaftlich angegangen, weil doch die Umgebung Sachen, also die vor Ort sind, die ja überall anders sind, sag ich mal. Die Innen hatten zum Beispiel viel mit Hallensperren zu tun noch, wie zum Beispiel Schwarzheide, da war beim Gymnasium, die hatten noch lange in die Saison rein Hallensperren, was woanders wiederum nicht der Fall war, wo es eher locker gehandhabt wurde. Zum Beispiel hat die Merler ziemlich zeitig angefangen mit Hallentraining, sodass das halt meist auch noch nicht von so einem Generalkonzept geregelt werden kann. Also das sind immer Sachen, klar, es ist eine Handhabe gewesen, also um dir was an die Hand zu geben, wie du wieder dich da reinfitzen kannst, aber letztendlich musst du das immer vor Ort alleine regeln. Das ist, so habe ich jedenfalls empfunden. Und ich denke, das ist auch die leider die Wahrheit, dass eben, wenn jeder mit gleichen Mitteln kämpfen würde, könnte man so ein Generalkonzept sicherlich schmieden, aber das ist ja jetzt genauso mit den allen Konzepten. Danach, das muss auch jeder für sich machen, was er für Möglichkeiten hat. Ich finde zum Beispiel das Lieben-Werder-Konzept, was die dort gemacht haben, hast du ja auch gesehen. Genau, wir waren bei ein, zwei Spielen
der ersten sowie zweiten Mannschaft dort gucken. Ja. Und das ist wirklich klasse umgesetzt, das ist ein klasse Konzept, aber eben mit einem erheblichen Aufwand verbunden, den wir Personal gar nicht wuppen können, glaube ich. Ja, also ich würde jetzt sagen, da waren über 15 Leute einfach als Ordner und sowas und mit dem Hygienekonzept beschäftigt. Genau. Auch zwischen und drinnen im Spiel, dann auch beim Ausschank und vorne auch beim Einlass, das haben die wirklich klasse gemacht. Aber wie gesagt, mit dem Aufwand, den muss das mal betreiben können und das wäre uns über Kopf gewachsen. Ich glaube auch, Baden-Württemberg hat da sehr gute Strukturen und feste Kontakte in der Stadtverwaltung mit, dass die überhaupt so gut ein Konzept einfach genehmigt bekommen haben. Ja gut, das so, ist der Träger, ist ja der Landkreis, da müssen sie sich ja schon rechtfertigen, aber auf der anderen Seite ist ja Baden-Württemberg auch in einer gewissen Leistungskategorie angekommen, wo sie so ein Konzept fahren muss. Ansonsten kannst du ja da nicht viel Start machen, sag ich mal. Dann bei uns in der Liga ist das noch ein bisschen was anderes, denke ich mal. Aber wenn da schon mehr Zuschauer zum Spiel kommen, Sponsoren anderes erwarten und auch wollen, dass du spielst, weil die ja auch ihre Gegenleistung sozusagen sehen wollen. Ist ja auch ein Aushängeschild der Stadt. Also von den Werder-Bases zum Beispiel, dass da sehr viel auch von seitens der Führung oder auch der Sponsoren kam, die da gesagt haben, na, warum spielen wir denn nicht so? Also der Druck war schon in gewisser Weise da, ja, die Punktspiele durchzuziehen. Und das haben wir ja nicht gehabt. Aber trotzdem war es für jeden dann so eine Aufgabe dann gewesen, sich selber so ein Konzept erstmal zu erarbeiten, dass er letztendlich in der Lage war, auch ein Spiel durchzuführen, weil einfach nur Handball spielen war dann nicht mehr. Lass mal nicht mal über Baden-Württemberg reden, sondern unsere Hygiene Heim. Also erstmal, wir sind ja komplett unabhängig, also das Land ist Träger des Elsterschloss-Gymnasiums. Also die Halle gehört dem Landkreis. Die Halle gehört dem Landkreis und ich habe das Gefühl gehabt, da kam gar nichts an Hygienekonzept oder irgendwas. Da müsste man auch mal einhaken, das habe ich ja auch schon zum damaligen Zeitpunkt gesagt, dass ich das sehr, wie soll ich sagen, mies finde, aber da ist man ja leider gewöhnt, dass von dieser Seite her weder eine Initiative kommt, noch bei der Umsetzung Hilfestellung geleistet wird, was diese Aufgaben anbelangt. Und das ist mal unabhängig davon, dass sie der Träger dieser Einrichtung sind, schon von der gesellschaftspolitischen Aufgabe her ihre Nummer, da zu gucken, dass der Freizeit- und Breitensport wieder ans Rollen kommt und dementsprechend dort mal unter die Arme gegriffen wird, weil dass die ganzen Kleinvereine das gar nicht stemmen können alleine, darauf kommt scheinbar gar keiner. Aber das ist ja so, wir bringen ja unser Geld zum Handballspielen mit und werden dann bei so einen Geschichten dann alleine gelassen. Es werden dann bloß Forderungen aufgestellt, die umzusetzen gilt, aber wie und mit welchen Mitteln, das gibt ja keiner an der Hand. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, um das mal vorsichtig zu sagen. Und dann sind sie vielleicht nur ganz vorne dabei, anzuscheißen. Genau, dann kommt die Kontrollfunktion, die eben so kurioserweise war, ja. Und damit kann ich mich nicht anfreuen, dass man bloß immer derjenige ist, der einen Anschuss abkriegt. Und dann hier in dem Fall reden wir ja auch schon über Ordnungsgelder, sodass ich das unverständlich finde. Also das ist nicht meines Erachtens. Haben wir Ordnungsgelder jetzt bezahlt? Also Fall? Nee, bislang. Es waren nur andere, ältere Geschichten. Genau. Okay. Ja. Dann vielleicht hören sich die Leute an und irgendjemand nimmt mal Kritik auf. Ja. Aber ich glaube, das Alexander, ist das. Alexander Teubel, der kann es ja mal mit in Landkreisverwaltung nehmen. Der ist ja dort tätig, aber zwar an anderer Stelle. Ich denke, das Problem gibt es in ganz Brandenburg einfach. Okay, aber welche Hygienemaßnahmen hatten wir beim Spiel? Wir speziell. Also ich weiß, wir sollten von Kabine bis zur Halle in Mundschutz tragen. Genau. Desinfektionsmittel wie überall, die Einlassbeschränkung, dann Kontaktverfolgung, genau. Also quasi Kontakte aufnehmen, um dann, falls was passiert, rückverfolgen können. Genau. Dann war die Geschichte, aber das war ja mehr oder weniger eine Sache, die von den Schiedsrichtern abhängig war. Die Sache mit den Bänken beim Spiel, was ich sehr, ich will nicht sagen lustig, sondern ich fand es halt. Ach, die Seiten wurden nicht gewechselt. Genau. Wir haben es beim ersten Spiel geschafft. Wir haben einfach die Bänke getauscht. Mhm, genau, das war die Alternative, die da angeboten wurde. Welche ich weiter für. Also ich fand es unnötig, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn wir was da hatten, war da wirklich Desinfektionsspray und das hätte man sich auch ausleihen können bei
bei uns oder so, das hätte man auch zur Verfügung stellen können, hätte sich jeder seine Bank herrichten können, wenn er Angst gehabt hätte, da kontaminiert zu werden mit irgendwas. Oder wenn du einfach sagst, dem Wischer, ey, wisch ja mal die Bank ab. So. Aber das hat man, als wir mit Tom in Cottbus gefilmt haben, genauso, die haben auch diese Ansicht vertreten und ich fand das halt, also wie gesagt, für mich gehört zum Handballspiel nur mit dazu, dass die selten gewechselt werden, also das ist halt... Das ist halt einfach wegen Fans. Und also, ja, das nimmt der Sache... Nee, das ist auch eine taktische... Also ich kenne es einfach nur so, also erstmal schneller Wechsel. Position der Spieler ist wichtig, zu welcher Seite du raus musst. Genau. Auf welcher Seite gewechselt wird. Dann eventuell Fans, wenn die dabei sind, ist ein Kriterium. Eventuell Lichtverhältnisse. Und Lichtverhältnisse. So, wenn die Sonne dir ins Gesicht scheint auf der einen Seite. Mehr Unterschied gibt es dann ja, aber nicht. Wie gesagt, das ist ja, für mich ist das schwerwiegendere, die erste... Variante, die Sache mit den taktischen Mitteln, die du hast. Abwehr-Angriff-Wechsel und halt überhaupt Stellung zur Bank, genau. Das ist schon das Wichtige. Okay, dann lass uns mal, also wir haben ja gerade wieder eine Saisonunterbrechung wegen Corona, wegen der zweiten Welle. Leider kam das jetzt genauso wieder, wie es schon gekommen ist. Genau, wie es schon im März. Oh, ich weiß gar nicht, egal. Tatsache ist, seit Ende Oktober, der letzte Spieltag im Oktober hat nicht stattgefunden, komplett nicht in unserer Liga. Alle Spiele wurden abgesagt, soweit ich weiß. Mhm. Kannst du mal kurz beschreiben, wie das lief bei uns? Wir hätten ja in Dahme gespielt. Genau, da kam am Montag, da waren alle schon, also man hat schon gemerkt, dass alle Akteure, also auch in unserer Liga halt, da schon ziemlich nervös geworden sind. Einige Spiele waren ja schon mal abgesagt zwischendurch. Was dann auch schon wieder zu, wie soll ich sagen, Ungleichheiten geführt hat. Also es wurden Sachen unterschiedlich behandelt bei gleichem Sachverhalt, was ich wieder nicht nachvollziehen konnte. Aber das mal dahingestellt, letztendlich war, wie gesagt, da schon ein paar Ungereimtheiten. Man hat eigentlich ziemlich darauf warten können, dass da was kommt, was dem jetzt entspricht, was wir jetzt erleben. Es ist nur so gewesen, dass zum Wochenanfang ja noch der Verbandsbrief kam oder zumindest das Protokoll oder das Ergebnis des Präsidiumssitzung vom Handballverbund Brandenburg, in welchem dann so sinngemäß gesagt wurde, haltet euch während der Woche gesund, es wird gespielt und dafür seid ihr dem Handball schuldig, haltet euch gesund und sauber. Und da habe ich so gedacht, Leute, die Leute verdienen doch nicht mit Handball ihr Geld, sondern die mit der Arbeit. Also sie müssen ihre Arbeitskraft einsetzen und müssen da vielleicht aufpassen, aber mit dem Wochenende hat das ja weniger zu tun. Also es hörte sich so nach harter Kampflinie an, so nach dem Motto, wir spielen bis der Untergang kommt oder bis uns jemand was anderes befiehlt. Und ich glaube, die haben einfach nur von der Regierung erwartet, dass ja, genau, eine Absage die haben, kommt. Die wollten wieder die Verantwortung wieder auf andere Sphären. Hauptsache keine Verantwortung mehr. Genau. Und da hätte es vielleicht mal ganz gut zu Gesicht gestanden, weil es haben auch schon andere Landesverbände. Hamburg war, glaube ich, die Vorreiter bei uns oder sogar die erste Liga in Luxemburg, Belgien. Die haben gesagt, die machen nichts mehr, weil die Zahlen so hochgegangen sind. Also da hätte es vielleicht mal auch mal jemand gut zu Gesicht gestanden, zu sagen, passt auf, die Gesundheit unserer Mitglieder geht uns vor. Wir frieren die ganze Sache ein und gucken, was hier passiert. Hauptsache die Jungs bleiben gesund und Mädels bleiben gesund. Aber da soweit reichte dann die Verantwortung dann wieder nicht, was ich ein bisschen traurig fand. Jedenfalls war man ja noch drauf und dran und hatte Woche über dann schon rumtelefoniert und da mehrten sich dann auch die Stimmen in unserer Mannschaft, die gesagt haben, nee, dieses Risiko wollen wir nicht tragen. Also entweder wir haben Angehörige mit in Risiko. Also ich muss sagen, ich war das Wochenende vorher schon in selbst auferlegter Quarantäne, weil ich auf der Arbeit einen eventuellen Kontakt hatte. Und ich muss sagen, die 4 Tage Quarantäne haben mir schon komplett gereicht. So. Also ich wollte nicht das Risiko eingehen, dann mir bei meinem Freizeitaktivität mich quasi auf Arbeit außer Gefecht zu setzen. Ja, dann kamen ja mehrere Stimmen. Also wie gesagt, da waren ja welche, die mit Frau Risikopatient und oder Risikogruppe oder prinzipiell Horror vor so einer Geschichte, also von einer Ansteckung. Sodass wir ja auch mit einer, sagen wir, mindestens dezimierten Truppe gefahren wären nach Dahme, weil grundsätzlich die Bereitschaft ja scheinbar noch bestand. Also wir hätten eine Mannschaft zusammengekriegt. Und so war ja auch der Tenor der Mitteilung vom HVB bis dato, dass sie gesagt haben, solange wir spielfähig seid, habt ihr zu spielen. Mhm. Da hätten sie keine Rücksicht drauf genommen, sondern hätten dir dann auch noch sozusagen in Ordnungsgeld übergeholfen, wenn du nicht angetreten wärst, hättest du bezahlt.
Was ich, wie gesagt, sehr bedenklich finde, in so einer Situation so rigide zu agieren. Auf der anderen Seite ist man ja dann auch, man hatte ja das Verständnis, oder man, meine Meinung war ja dann auch, Hauptsache wir beschützen erstmal die Leute, ehe wir uns in das Risiko begeben. Da war man wieder, da fühlst du dich dann wieder vom Verband dann wieder ein bisschen alleingelassen, dass du sagst, die einen sagen, du musst spielen, dann musst du sozusagen im Sinne des Vereins agieren, weil du ja das, die Zwangsgelder, die Ordnungsgelder abwenden willst und das über die Bühne bringen willst. Und auf der anderen Seite willst du aber auch nicht, dass du deine Jungs dann irgendwas reinschickst, die dann krank werden, vielleicht sogar noch lebensbedrohlich krank, wo sie bloß ihren Freizeitsport ausüben wollen. Und da war dann letztendlich die Entscheidung, dass wir nicht spielen, vollkommen richtig. Die haben wir dann in Absprache mit Dame dann auch so getroffen. Wir hätten auch ohne offizielles Out hätten wir nicht gespielt, weil auch Dame in ihrem Entscheidungsgremium gesagt hat, nee, das wollen wir nicht riskieren, wir spielen nicht. Und wir hätten das so bei dem Verband gemeldet und gesagt, wir treten nicht an. So. Und davon wurden wir ja mehr oder weniger dann befreit, beziehungsweise die Meldung kam ja noch rein oder ging noch raus, sagen wir so. Und ja, da nochmal ein kleines Lob an den Verband, dass die, wir haben, ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass sie so schnell reagieren. Dann kurz darauf dann so zu reagieren, nee, das hätte ich nicht gedacht. Ja, stimmt. Kleines Lob auf jeden Fall, aber viel zu tun, trotzdem noch. ja, also es wurde dann offiziell vom Verband, wurde die Möglichkeit gestellt, abzusagen. Den Spieltag. Und abzusagen und danach ausgesetzt, genau. Und das haben wir getan und seitdem ruht der Ball. Aber bis auch, Ende des Jahres direkt. Auch die Präsidiumsarbeit. Eine weitere Kommunikation auf der Ebene fand leider noch nicht statt. Ja, leider ist noch nichts passiert seitdem. Das könnte man ja zum Beispiel auch mal vom Verband erwarten, dass sie dann nicht auf Tauchstationen gehen, sondern prinzipiell dann wenigstens mal jede Woche mal eine Wasserstandsmeldung geben, von der Politik erreichen uns die und die Signale, wie auch immer. Wir haben mal dort mit dem von der Landesebene telefoniert, da gibt es ja auch Leute, die dafür verantwortlich zeichnen. Da muss man auch mal seine Kontakte pflegen und seine Mitglieder mal informieren, aber da kommt nichts. Ich denke mir halt, also jetzt realistische Einschätzung von mir, vor März passiert gar nichts mehr. Schwer zu sagen, also ich gehe davon aus, dass wir die Saison auf jeden Fall nicht spielen, jedenfalls nicht sportlich beenden, sondern die wird so beendet, wie sie jetzt ist, denke ich mal, ohne irgendwelche Stände. Sondern maximal, dass die Rückrunde, wie du sagst, das könnte dann so im März vielleicht so passieren, ab März, dass man die Rückrunde spielt, damit einfach das, der Handballsport und das Vereinsleben am Leben bleibt. Das ist ja auch eine Aufgabe des Verbandes oder beziehungsweise selbst unseres Vereines, weil zur Förderung des Handballsports gehört eben das auch mit dazu. Und da ist die Trainingsarbeit mit drin, da ist die Vereinsarbeit mit drin, da sind die sozialen Kontakte mit drin, das ist halt wichtig. Und ich denke, auf der Ebene dürfte das dann schon so laufen, dass man dann die Rückrunde dann spielt, um des Spielens willen, aber eine reguläre Saison werden wir auf jeden Fall nicht spielen können. Das geht meines Erachtens schon zeitlich nicht. Wird sich das nicht einrichten lassen, sodass das eher so eine Show-Einlage wird. Aber vielleicht passieren dann Spieltage in Turnierform wie die Volleyballer. Dass drei Mannschaften an einen Ort reisen und gegeneinander gespielt wird. Das in weniger Spielzeit. Das, Basti, das streichst du mal bitte da raus, also das wirst du mal löschen und rausschneiden, weil wenn du dem Flo jemanden da ins Ohr setzt, dann kommen die noch auf die Idee, die machen sowas. Bei der E-Jung geht es ja auch. Aber A, den Zeitaufwand willst du nicht betreiben und mit dem Ausrichten der Veranstaltung bist du dann auch ganz schön beschäftigt. Das ist ein Umfang, den ich nicht unbedingt händeln möchte. Aber gut. Ja, im Endeffekt. Vielleicht hast du ja schon. Die müssen ja auch nur mal kurz zum Volleyball gucken. So, da wird ja auch in allen Ligen so gespielt. Also in Brandenburg League auf jeden Fall, so wie ich das mitbekomme bei Elster. Also es sind halt Tagesausflüge dann. Genau, das sind dann Tagesausflüge. Wobei ich mir denke, wenn ich nach Guben fahren muss, dann ist das auch schon ein Tagesausflug. Ja, die Frage ist dann, wo spielst du dann? Die Frage ist, wann willst du losfahren? Früh um 5? Oder? Ja. Oder nur 2 Stunden vorher. Sondern mag das ja auch noch schleichen, wenn nichts anderes anliegt. Und wenn wir nicht noch schießen müssen. Auch noch Schiedsrichter. Ja. Okay, dann beenden wir diesen Punkt an der Stelle. Ich glaube, das wurde uns ein kleiner Einblick gewährt in den Alltag bei uns. Kommen wir zu den gespielten Spielen. Das lässt aber drin. Das ist authentisch. Muss ich das wirklich rauslöschen? Nein. Weil wir haben ja genug Aufsehen gemacht, dass du damit nicht einverstanden bist. Okay,
Zurück zur richtigen Saison. Es sind ja ein paar Spieltage passiert im September und Oktober. Ja, es ließ sich erstmal gut an, sagen wir so. Trotz der Widrigkeiten, es hat stattgefunden. Es war gewöhnungsbedürftig. Hast du auch gemerkt, dass die Intensität eine andere war? Ich fand das schon, dass das alles noch nicht so war, wie es früher war, wenn ich das mal so salopp sagen kann. Früher, vor einem halben Jahr damals vorher. Damals noch, genau. Aber es war auf jeden Fall schön, wieder dabei zu sein und drin zu sein. Also es hat sich schon wieder gut angefühlt, sage ich mal. So, ich muss nochmal korrigieren. Natürlich ging es erst am 26.09. los in die Saison wegen fehlender Vorbereitung. Ich glaube, wir haben 2-3 Wochen Vorbereitung gehabt. Ja. Wo wir wirklich in die Halle durften und handballspezifisch wettkampfsorientiert trainieren durften. Ja, da muss man nochmal dazu sagen, selbst wenn du handballerische Übungen draußen auf dem Hauptplatz machst, ist es nicht dasselbe, als wenn du in der Halle spielst. Wie das gestiebt hat, wie dreckig ich war. Du kannst mal vom Tippen, obwohl wir ja nicht tippen wollen, aber selbst da angefangen und mit der ganzen Räumlichkeit und dem Sprungverhalten und so, das ist halt was anderes. Beinarbeit ist was anderes, das muss man so sagen. So, ich schlage vor, wir gehen wieder die Mannschaften durch, einfach die Spiele, die passiert sind. Können wir und sagen, wollen wir von in der Tabelle von oben nach unten oder unten nach oben? Mit Lübbenau oder Bad Nürnberg anfangen? Na, dann fangen wir von unten an. Ich habe jetzt die Tabelle gar nicht, die habe ich mir nicht ausgedruckt. Ich dachte, wir gehen bloß die Spiele durch. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet, Basti, dann fangen wir da an. Kein Problem. Also ich bin auch nicht vorbereitet. Ich habe nur die Tabelle hier. Lübbenau. Unsere Freunde des SSV, das wird vielleicht... Aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, 10. Mit einem Unentschieden, 2 Niederlagen, 60 zu 106 Toren, minus 46 Tordifferenz. Ich glaube, die haben am ersten Spieltag haben sie ihren einen Punkt gegen Herzberg geholt zu Hause. Erstaunlicherweise. Da muss man fragen, dass bei Herzberg wieder los war. Da habe ich jetzt nicht... Das Personaltableau im Kopf. Ich meine, Herzberg hat auch einige, wenn man das mal als Aderlass bezeichnet, also Verletztenliste ist sehr lang und hat da auch ein paar Notbehelfe ziehen müssen, aber trotzdem gut gearbeitet, sag ich mal. Also man darf die Leistung dieser Truppe nicht genug, also nicht gering schätzen, sag ich mal. Die arbeiten ganz gut für ihre Möglichkeiten, die sie haben. Und bloß was da in Lübbenau los war, weshalb sie sich da, ich glaube, das war auch ihre Chancenverwertung war da nicht so besonders. Da würde ich meinen, dass sie geschrieben hatten, dass sie den Thurmann da berühmt geworfen haben. Aber Lübbenau an sich, ich habe jetzt nur, ich glaube, beim zweiten Spiel, erstes Auswärtsspiel, sind sie direkt mit 5 Leuten angereist. Ja, aber da gab es einen lustigen Aufgalopp von 1 zu 4, dass sie gespielt haben. Und haben sich dafür aber noch gut verkauft, möchte ich sagen. Also da muss ich Dame kritisieren. Dame hat dann nur mit 44-15 gewonnen gegen Bruno. Da müsste wenigstens 50 vorne stehen. Also 40 Unterschiede müssen ja wohl sein. In dem Fall schon. Ich habe noch nicht gegen 1 zu 4 Mannschaft gespielt. Lass es sein. Also, ich glaube, da macht man sich nur... Du machst dich nur zum Deppen, genau. Ja, weil der Druck auf dir liegt dann. Und ich muss auch ehrlich sagen, also diese mit den 50, das nehme ich insoweit zurück, als dass es uns betrifft. Wir hätten es nämlich auch nicht geschafft, wir hätten uns so zu dusselig angestellt. Wir hätten wahrscheinlich ungefähr 30 geschossen und uns gefreut, dass es hauptsächlich 2 Punkte. Wir hätten dann wieder den Thurmann berühmt geschossen, beziehungsweise uns so umständlich vom Tor angestellt. Bis wir uns endlich stellen können. Genau. Das war das zweite Spiel. Das dritte Spiel war gegen uns. Mhm. Ich gucke gerade, 35-18. Aber da waren sie mit einem mehr als wir. Da hatten sie mehr auf der Bank als wir, ja. 10 Leute waren sie, oder? Ja, das war ja zum Beispiel, da war Horny nicht da. Obwohl, das kann man überhaupt nicht als Manko abwirken, weil an dem Tag hat der Tom einen Sahnetag erwischt. Da war er außergewöhnlich gut. Und ansonsten, mir fehlte bei uns, wir waren bei uns, derjenige Leise war erkrankt, der kam geschwächt an. Ich war nicht da. Du warst nicht da, Quarantäne. Genau. Du warst in der Quarantäne, genau. Also, dass wir da schon personell schon ein bisschen schieben mussten. Aber das war ein solider Auftritt, sage ich mal. Da hat auch die Deckung mal wieder das gezeigt, was sie zeigen soll. Und dementsprechend ist das Spiel dann ausgegangen. Das lief eigentlich von Anfang an die richtige Bahn. Ich hatte kurz irgendwann mal gefragt, wie der Stand ist. Und hatte mir Ben oder so einfach nur 5 Gegentore zur Halbzeit. Ich dachte mir so, boah, schauen wir es mal unter 2-stellig zu bleiben, Gegentore. Aber naja, ist ja klar, dass man das sah bis zum Schluss nicht schlecht aus. Da hatte ich auch schon so drauf
euch sozusagen, na, lassen wir sie mal unter 10 Euro. Ja, das ist ja Traumvorstellung. Mehr ein bisschen vom Essen gewesen. Im Endeffekt, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jeweils, oh, wann wir das letzte Mal so hoch gewonnen haben. Für da keine oder Statistik. Lübbenau so, na gut, Lübbenau macht das regelmäßig auswärts. Hoch verlieren. Genau, nur bei uns nicht. Ja, gut, dann denke ich mal, war das genug für Lübbenau. Ich habe keine wirklichen Einblicke. Also ich weiß nur immer, dass auswärts normalerweise Hungertruppe und ich glaube, ich hatte sogar bei Instagram, hab ich das Ergebnis gepostet und da hatte jemand von Ortrand gefragt, haben sie wenigstens die Bank voll gekriegt oder die Mannschaft voll? Und ich habe halt nur, ja, weil mehr Informationen hatte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und nee, das war, die hatten auch dann schon vor dem Spiel so mal angefragt, ist das wirklich alles, was ihr habt? Dann ist er, ja, das ist immer so. Wir sind nicht so rechtlich gesegnet. Das reicht auch. gut, kommen wir zum 9. Platz. Herzberg. Ich finde, überraschenderweise ist naja, das ist da unglücklich dahin gerutscht, muss man sagen. Also das hätte sich schon noch relativiert, denke ich mal. Die Frage wäre, wie schnell sie hätten ihre Verletzungsmisere überstanden, denn ihr Torwart hat gefehlt. Und der ist ja auf jeden Fall eine Bank, dieser großgewachsene junge Mann. Und dann der Halbrechte von denen hat sich verletzt. Der wird, so wie er mir sagte, glaube ich, nicht mehr für Herzberg dann auflaufen, weil er zum Studium geht. Echt Kreuzbandriss oder so? Ja, der Kreuzbandriss, ja. Das ist und ansonsten, wie gesagt, da hatten sie in der angeblich reaktivierte, da muss man schon mal gespielt haben, der gegen uns dann am Kreis gewirkt hat, aber richtig gewirkt, weil das so eine ordentliche Kante der Typ gewesen ist. Und wenn der einen Ball hatte, dann war es schwer, sagen wir mal so. Also da war viel dagegen zu arbeiten. Also ich würde nochmal kurz die Ergebnisse aufzählen. Und zwar haben sie natürlich gegen im ersten Spiel gegen in Lübbenau unentschieden gespielt. Haben wir auch schon gesprochen drüber, genau. Genau, dann haben wir auswärts gewonnen, 23-27 dort. War kein schöner Sieg, aber ein Sieg. War ein Sieg und uns liegt Herzberg normalerweise auswärts gar nicht. Genau, deshalb war es für uns von großer Erleichterung. Dann, und das dritte Spiel, was Herzberg gemacht hat, war auswärts in Ruhland verloren. Ruhland Schwarzheide. Das war sehr überraschend. Also der erste Sieg für Ruhland Schwarzheide. Genau, das war sehr überraschend. Also das hätte ich nicht zugetraut, aber da war wiederum dieser Kreishelfer nicht mit dabei, wo ich mir gedacht hätte, dass da hätten sich auch schwer getan. Und ansonsten, ja, es ist sicherlich erstmal ungewohnt, in der Halle zu spielen. Schwarzheide, kennst du selber, ist eine merkwürdige Halle. Harzverbot komplett. Merkwürdige Raumverhältnisse, ganz viele Linien, sodass du für einen Normalfall, also für einen, der es nicht gewöhnt ist oder noch nie gesehen hat, erstmal komisch ist und Orientierungsschwierigkeiten abgeben könnte, weil nicht weißt, wo du genau stehst. Das ist schon komisch, die Halle. Gut, ich finde, damit haben wir es doch erstmal, weil Roland kommt noch. Dann gehen wir weiter. Ich hätte jetzt eigentlich Roland Schwarzheide erwartet auf dem 8. Platz, aber Elsterwerder steht dort. Ich glaube, ich würde auch sagen, jetzt die Mannschaft mit dem härtesten Auftaktprogramm in der Liga. Ja. Weil die durften zuerst in Massen antreten, die ja Meister waren letzte Saison bei uns in der Liga, haben dort mit einem Tor verloren, 24-23. Dann ging es weiter. Elsterwerder. Damit durch? Kann das sein? Warte, ich such's noch. Also auf jeden Fall haben sie zu Hause gegen Bartelin Werder mit 2 Toren verloren. Das habe ich auch gesehen. Genau, was wir live gesehen haben. Da waren wir mal gesehen, ja. Und gegen Dahme haben sie zu Hause unentschieden gespielt. Genau. Das sind die Spiele. Da, wie gesagt, ich kann jetzt bloß danach urteilen, was ich in der letzten Woche gegen die Werder gesehen habe, was wir beide gemeinsam geschaut haben. Da muss ich sagen, handballerisch eher mau, reiner Krafthandball und da hat sich meines Erachtens nach Lien Werder zu sehr die Butter vom Brot nehmen lassen durch eine schwache Chancenverwertung und am Ende ein glückliches Ende. So ja, ich fand auch einfach stärkere Bank so. Sie konnten ja, noch wechseln. Besserer Handball auf jeden Fall, das muss man schon mal so sagen, aber sie haben sich dann ganz schön schwer getan letztendlich. Mit der aggressiven Deckung, die als dann Elsterwerder rausgeschoben hat, da fiel sie nicht so viel ein, muss ich mal sagen. Und für eine ambitionierte Mannschaft, wie die Mörder es nun mal ist, war es ein bisschen dürftig. Also da haben sie nicht so viel Lösungen parat gehabt dafür.
muss ich sagen, haben sich dann zu sehr in die Enge treiben lassen. Ich habe gerade gelogen, Massen war nicht Meister, Bad Nienwerder 2 war Meister. Entschuldigung, das musst du jetzt aber ja, ganz... Ja, tut mir leid. aber ich hatte auch so wirklich, wo ich so, man sieht die Ergebnisse von Bad Nienwerder, ist halt immer eigentlich relativ klar gewesen, also oder die Ergebnisse, sie scheinen klar zu sein vom Kräfteverhältnis, dass sie halt einfach der Top-Favorit auf dem Titel heute diese Saison wieder sind. Und dann hab ich das Spiel gegen FC Werder gesehen und ich muss sagen, da wurde mir die Angst wirklich genommen. So, das sind keine Überhandballer, die körperlich und technisch und Spielsystem überlegen sind. Also Spielsystem haben sie ganz klar. Ja, haben Tempo, sie. Tempo wird gemacht. Haben sie angefangen auch gegen FC Werder, muss man sagen. Aber als sie dann unter Druck geraten sind, haben sie es auch nicht mehr gespielt. Dann haben sie den Haufen gezeigt. Ja, da haben sie sich dann auch auf das Klein-Klein verlegt, wo ihr gedacht habt, jetzt haben sie sich so ein bisschen, wie gesagt, dem unterworfen, wenn du das mitspielst, was der Elster Werder spielt, verlierst du. Das ist so. Das können die besser, dieses Runsen. Ja. Da haben sie mehr die Typen für. Genau. Die Beißer. Genau. Gut. Ich finde, damit, also, na, ich finde, in Massen kann man verlieren, so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist der... Mit dem Tor ist eigentlich hervorragend. So. Das ist Platz 2 für mich eigentlich auch schon manifestiert gewesen. Also die haben weitergemacht, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Truppe wird noch stärker werden, weil die Jungs dann länger noch zusammenspielen und ihre Abläufe besser sitzen werden. Ich denke schon, dass man die beachten muss. Also das sind so die zwei Top-Mannschaften, Massen und die Mörder. Da bin ich... Von überzeugt. Gegen Dahme Unentschieden holen. Ich denke, die haben nicht das Tief überwunden letzte Saison, Dahme. Da ist Unentschieden letzte Saison ja auch. In Ordnung, kann man damit leben. So, also ich würde es auch unterschreiben, ja. Wenn wir es ja so bekommen. Und das wäre jetzt für uns ja das nächste Spiel gewesen in Dahme. Da hätten wir genauso, also das hätte ich nicht unterschrieben, dass wir dort 2 Punkte holen. Sondern wenn wir dort eine gute Leistung gezeigt hätten, wäre ich schon zufrieden gewesen. Gut, dann aber erstmal Roland Schwarzheide ist auf dem 7. Platz mit 2 Punkten und also einem gewonnenen Spiel und 2 Niederlagen. Die Punkte haben sie gegen Herzberg geholt zu Hause. Am ersten Spieltag in zu Hause gegen Finsterwalde 14-33 verloren. Das war, glaube ich, in Lauchhammer. Da werden sie sich wahrscheinlich auch nicht so schnell damit angefreundet haben. Ich muss ja auch sagen, dass ich auch das Gefühl hatte beim ersten Saisonspiel, so, ich habe so lange keine Handball mehr geworfen, so richtig im Spiel. Also ich habe mir auch einfach erst die ersten 4 Würfe waren so, okay, ich guck mal, wo er hinfliegt. So. Grob Richtung Tor wahrscheinlich. Schön, dass ich das nicht vorher wusste. Ja, Schatz Handball. Einmal frei. Naja, im Endeffekt, also Zielgenauigkeit, also, du hast einfach nicht die, wenn nicht Wettkampftraining ist, dann ist nicht Wettkampftraining so. Das nee, ist, Wettkampf ist was anderes, das stimmt schon. Dann musst du halt unter Druck liefern, einfach. Trainingsweltmeister haben wir ja einige, kenne ich auch einige. Aber Roland Schwarzheide sind in diese aufgestiegen in die Landesliga. Mhm. Haben das Aufstiegsrecht wahrgenommen, sagen wir so. Haben das Aufstiegsrecht wahrgenommen. Verlieren das erste Spiel 14:33 gegen Finsterwalde, haben wir gerade gesagt. Das zweite Spiel in Ortrand verlieren sie 27-24. In Ortrand. Und ich finde, da sieht man schon ganz klar, langsam in der Liga angekommen sind. Mhm. Das ist kein Klassenunterschied mehr. Nee. Ist es ja letztendlich auch nicht. Wenn wir jetzt mal, andersrum ist eher so, wir waren erstmal mit Tom in Cottbus gefahren, Cottbus gegen Spreewald. 3, glaube ich, war das. Da haben die uns gefragt von Cottbus, nach dem ersten Spiel war das von Schwarzheide, dass sie gesagt haben, na, was ist mit denen los? Weshalb kriegen die da so eine Klatsche? Was haben die da gemacht? Wenn du da nochmal siehst, was Cottbus jetzt für eine Bank hat oder was da spielt, also die würden bei uns in der Liga mit vorne mitmischen jetzt, nicht so wie die alten Jahre, wie sie rumgetümpelt haben. Also das sind 2 verschiedene Schuhe mittlerweile. Und da halte ich Schwarzheide nicht für die stärkste Mannschaft, die da aufgestiegen ist von der vom Spielbezirk. Mhm. Nee, ja, angekommen auf jeden Fall, denke ich. Das wären sie auch, hätten sie noch anders gemacht. Wahrscheinlich Finsterwalde zum Beispiel. Das war einfach, da war die Schnelligkeit sicherlich ein Faktor, weil sie das Umschaltspiel nicht so schnell hingekriegt haben. Weil sie sich dann noch nicht sortiert haben werden und da werden sie einfach überrollt worden sein. Die Jungs von Finsterwalde, das sind schon. Das sieht schon nicht schlecht aus, was sie spielen, aber dem muss halt körperlich auch so ein bisschen entgegentreten, dass die nicht ihre Metzchen machen können.
kommen wir aber jetzt noch dazu. Was haben wir noch? Ortrand. Ja, da können wir dann bei uns nochmal kurz einhaken. Genau. Aber dann gehen wir jetzt weiter zu Finsterwalde. 2. Haben wir 6. Platz. Ein Spiel gewonnen, 2 verloren. Und zwar die Ergebnisse gegen Ruhland, Schwarzheide, die 2 Punkte geholt natürlich, ganz klar, haben wir gerade erwähnt. Dann, wo sind sie denn da? Gegen Massen verloren, das Derby mit 2 Toren, also 21-23. Und, wo sind sie? Limerda haben sie noch gespielt. Ja, in Bad Limerda mit dort verloren, 27-19. Hört sich aber furchtbarer an, als es eigentlich war, weil das Spiel habe ich auch gesehen. Du hast fast alle gesehen, oder? Das war der Handballtag, das war ein schöner Tag. Mit zeitig abends ins Bett gehen und so. das war meines Erachtens nach eher ein Spiel auf Augenhöhe. Das war wirklich gut anzuschauen. War guter Landesliga-Handball von beiden Seiten. Haben dann ein bisschen abreißen lassen müssen und haben dann in einer entscheidenden Phase halt so die ganzen Kotter gefangen, wie es dann halt immer so ist. Wenn du dann mit der Brechstange rangehst gegen die Marder. Entweder machst du es oder nicht. Genau, ja, und da sind sie über, an einem großartigen Thomas Große gescheitert. Also mehrfach angerufen. Grüße an der Stelle. A.K.A. als der Hexer. Jedenfalls. Der Hexer von Bali 2. Genau. Okay. Jedenfalls ist er da über sich hinausgewachsen und da hat es dann die Konter gegeben und deshalb ist das so hoch ausgefallen. Von meinem spielerischen her, kleines Übergewicht für Liam Merder, aber in der Höhe eigentlich zu hoch, muss man so sagen. Das ist blöd. Ansonsten spielen sie strukturierten Handball, das muss man sehen. Also muss man sagen, Handballschule ist erkennbar. Und ich sage aber mal so, wenn die Allzweckwaffen nicht da sind, also wenn jetzt zum Beispiel Herr Kühne in einem entscheidenden Moment nicht die 1-1-Situation löst, dann stehen sie, wenn du ihre Staffette unterbrichst oder die dann kennst, wo es raus hinauslaufen soll, stehen sie auf verlorenen Posten. Weil die leben vom Durchspielen, zweite Reihe ist da eher weniger und da haben sie bloß Herrn Kühne. Also das muss man aber, wie gesagt, ja bei Limerda auch anmerken, bis wenn du, wenn Herr Brochwitz wie in Elzewerda dann das Visier verstellt bekommt, dann ist da nicht mehr vom Rückraum, da kommt nicht mehr das, was du brauchst. Da fehlen die leichten Tore dann. Und dann wird es ein Zermürbungskampf. So, dann geht's weiter mit Dame. Dame, du hast ja schon treffend berichtet oder analysiert, dass die Jungs ihre Schockstarre der vorigen Saison so ein bisschen abgelegt haben. Ein wenig. Naja, zumindest sind das überzeugende Ergebnisse bislang gewesen, die man so von denen erwarten kann. Und das ist auch schlimm, wenn man von der Landesliga Mitte wieder in die Süd kommt, rutscht. Oder? Ja, das Niveau sinkt. gehören dann zu dem Top 3 der Liga, meines Erachtens nach, wenn sie ihr Leistungsvermögen abrufen. Also das würde ich so stehen lassen. Was die Möglichkeiten anbelangt. Ihr Problem ist halt immer, dass sie ihre Möglichkeiten nicht umsetzen. Und wie gesagt, wir hätten jetzt das nächste Spiel an dem Wochenende wäre unsere gewesen, also als die Liga abgebrochen wurde. Und da wären wir schon ordentlich gefordert gewesen. Die Frage, wie es dann ausgegangen wäre, ich würde denken, dass wir dort knapp verloren hätten. Wir hätten wieder ein geiles Spiel gemacht und wären mit 2 Miesen hingefahren. Und wir hätten uns dann hoffentlich im Rückspiel arrangieren können. Jetzt hast du schon vorgegriffen, ich habe natürlich wieder mein Muster durchbrochen jetzt gerade. Das macht man. Ich wollte doch gern die Ergebnisse. Also, ja, dann mach doch. Sie haben einen Sieg, einen Unentschieden und eine Niederlage bis jetzt. Und zwar erstes Spiel gegen Bad Limerda, den Staffelfavoriten, mit 2 Toren verloren dort. Kann man. Da habe ich auch ehrlich gesagt gleich, jetzt sind sie wieder da, wo sie eigentlich sein müssten. Weil das von der Höhe her okay ist. Kann man verlieren. Standesgemäß, sag ich mal. Und ich finde ja dieser Faktor, dass man halt aus der Corona-Pause, also ewig kein Spiel gemacht hat, also man hat noch nie ein halbes Jahr nicht Handball gespielt, so gefühlt, außer man hört auf ein Handballspiel zwischenzeitlich mal. Und ich finde das, wie gesagt, ich habe auch Probleme gehabt, einfach so mein Zielvisier wieder einzustellen, so für ein Spiel, also naja, diese Ernsthaftigkeit. Ich rechne mal damit, dass Dame nicht erst 2 Wochen Training gemacht hat. Da gehe ich mal fest von aus. Also ihr Facebook-Account sagt auch, dass die regelmäßig trainiert haben.
Da bin ich einen Monat vorher. Das bin ich mir ziemlich sicher. Das ist auch wie, auf dem Sportplatz, glaube ich, oder sowas. Die schönen Eiche, so, die sind ja sogar zu den Tschechen rübergefahren, damit sie schon Handball spielen können. Die müssen regeln. Maß aber haben sie uns auch immer gemacht. Also die haben da wohl irgendwie eine Connection dahin. Aber die waren halt schon mal wettkampfproof sozusagen. Also, ja. Die haben da schon mal was. Okay, also war es nicht. Also sind sie wahrscheinlich auf Augenhöhe begegnet. Ich wollte gerade sagen, es wird kein Kaltstart gewesen sein, für beide nicht, genau. So, dann haben wir, zweites Spiel war der Sieg. Dame gegen Lübbenau, 44-15. Ja, weggehauen einfach so. Aber wie gesagt, das waren 5 Leute von Lübbenau da. Jammertal, sagen wir es mal so. Eklig für alle Beteiligten. Genau. Und dann geht's weiter, Dame. Ach doch, da gab es noch ein Highlight bei diesem Spiel. Da hat Olle Kammerer, der Uwe, der hat dort in seiner Abwehrzone 8 Tore gemacht. Wow, das muss man, will ich mal noch erwähnt haben. Der ist Ü40. Oder? Das reicht nicht. Ü50? Ja. Uwe ist, glaube ich, 68er. Oder haben sie gelassen, oder? Ne, war 10 Meter mit dabei. Aber einer bei 8 Toren. 15 Meter und 3 Feldtore. Okay. Aber selbst die 3 Feldtore sind für mich schon à la Bonheur. So, und dann kommen wir zum Unentschieden, was wir erzählt haben, gegen Etzweiler 18-18. Ja, also wie gesagt, ich habe erst schon gesagt, es ist ein achtbares Ergebnis in Etzweiler. Da musst du dich durchkämpfen. Ja, man muss ja mal einrechnen, Dame und Harz ist auch so eine Geschichte. Mhm. Also ohne ist ihnen auch nicht so recht. Und ansonsten sind sie da mal physisch mit auf einer Mannschaft mit auf Augenhöhe. Sodass sie sich nicht so einfach bloß durchtanken können, sodass das für doch ein gutes Ergebnis vielleicht. Kann man leben mit. Gut, dann schließen wir da mal ab hier an dem Punkt. Und kommen zu uns. Ach. Wir stehen auf dem 4. Platz aktuell. Plus 20 Tore. Hm? Dank Lübbenau. Spiel. Ja, und trotz auch dran. Kurz mal zusammengefasst, wir haben 2 Siege und eine Niederlage. Die Niederlage war im ersten Spiel gegen Ortrand mit einem Tor verloren. Ich finde, das hätte auch in beide Richtungen ausschlagen können. Ich glaube, gut, wäre ein Unentschieden gewesen, so leistungsgerecht. Aber das wäre noch glücklich gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben einen verletzten Spieler gehabt. Wieder leider, ja. Das war ein psychisches Moment schon, das muss man sagen. Ja, ja, also das hat schon nicht unser Tag gewesen, so Punkt. Das hat schon ordentlich ins Kontor geschlagen und letztendlich sind wir die ganze Zeit dann hinterhergerannt im Rückstand. Und meines Erachtens nach wäre es glücklich gewesen, wenn wir noch einen Punkt geholt hätten. Hätte ich mir noch erhofft, weil aber leider zu spät mitgekriegt, dass dort das was geht. Und danach reingebissen, als eigentlich schon zu spät war. Leider. Schade. Ja, und da muss ich aber auf der anderen Seite auch einen Respekt an Nordrand aussprechen, weil die sich besser verkauft haben, als ich es erwartet habe. Also nach dem personellen Aderlass, wenn man das mal so sagen muss, oder will, dass ihre Stützen der letzten Jahre beide sie verlassen haben oder beziehungsweise mit dem Wettkampfsport aufhören mussten, war das ordentlich, mehr als ordentlich, als das, was sie da abgeliefert haben. Ja, ich würde halt auch sagen, dass man hat beiden Mannschaften die fehlende Wettkampfpraxis deutlich angemerkt. Ich glaube, es sind echt wenig Tore gefallen in den ersten 15 Minuten. Das war stand dann irgendwie 2-5 oder ja, so. Ja, ja, das hat, ich glaube, 10 Minuten gedauert, bis der erste überhaupt ein Tor geworfen hat. Ja, war das. Ja, ja. Das war wirklich eklig anzusehen. Und wir hatten wieder erhebliche Probleme mit ihrem Tormann, den wir da wieder ins Reich der Nationalmannschaft geschoben haben. Ja, das war, ja, so wie es uns unsere Tage sind, wenn wir uns schwer tun halt. So, also 2. Spieltag, wir fahren nach Herzberg, liegt uns nicht, schwere... Rote Trikots, schon mal scheiße. Rote Trikots. Ohne und falsche Seite gewählt. Unerwarteterweise lief es doch recht gut dann plötzlich für uns. Tom hat einen hervorragenden Tag erwischt, so wie ich das in Erinnerung hat. Ja. Die haben den... Herzberg hat ihn in die Nationalmannschaft geschossen, um seine Worte nochmal zu nutzen. So kann man sagen, ja. Da waren etliche Klare dabei, wo als Trainer von der anderen Seite dir wahrscheinlich die Haare wieder einzeln ausgerupst sind. Das war schon bemerkbar, aber ansonsten hat er wirklich einen guten Job gemacht. Auch die Pässe nach vorne haben gestochen, das war eine gute Leistung. Und das ist, was du bringen musst, was du über so eine Sachen rausholst, musst du halt aus dem gebundenen Spiel nicht holen. Und eben, wir waren halt aber schon, sahen schon wieder sichere Sieger aus, ehe Herzberg sich dann nochmal an Schlüppergummi gerissen hat und mitgekriegt hat.
ach, wenn wir den großen Kreisläufer anspielen, dann geht ja noch was. Ja, dann haben sie auch 15 Minuten übersehen. und dann kam aber jeder Ball zu dem. Und auch so eine Dinger, wo du sagst, das habt ihr nicht mal geübt, nicht annähernd, dass sie den im Kreis angespielt haben, also den Ball im Kreis gestellt haben und der dich aus dem Kreis gepflückt hat. Das waren Sachen dabei, wo ich dachte, nee, das ist... Jetzt klappt plötzlich alles. Genau, das kennt ihr normalerweise gar nicht. Aber gut, sie haben gekämpft bis zum Schluss, aber wir haben es über die Ziellinie gekriegt. Ja, wir haben es über... Ich glaube, wir waren noch mit 9 Toren vorne, ja, mitten im Spiel, mit der zweiten Halbzeit, und dann am Ende sind es 3 geworden. So, ich dachte mir egal, 2 Punkte sind 2 Punkte. Genau, da gab es halt eine Situation. Ich würde jetzt auch sagen, die Schiedsrichter waren jetzt nicht... Unser Freund in dem Fall. Waren nicht unser Freund. Daran und ja... war eher die Spielweise von Herzberg, wurde da gefördert. Mhm. Und nicht unsere. Nee, also wie gesagt, da haben wir keinen Vorteil gehabt. Das muss man schon so sagen. Aber auf der anderen Seite kannst du halt, sprichst du mal Bände, deshalb rege ich mich nicht mehr auf über so eine Geschichten, wenn wir einen Vorsprung verspielen, weil wenn du in der 40., 45. Minute mit 9 Toren führst, dann ist es beim Handball, also zumindest beim Plätzerhandball nicht so, dass du sagst, das Ding ist durch. Das haben wir auch schon abgewöhnt. Und deshalb nehme ich so eine Siege dann umso lieber. Versucht, wir müssen es so lange halten, wie es geht. Naja, das wird weniger. Ja, aber das ist genau die falsche Herangehensweise. Wir spielen tatsächlich dann so, ach ne, wir sind ja so weit vorne und das müssen wir jetzt auf Abstand halten, dann gelingen ein paar Dinger nicht. Und dann, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass es nicht noch weniger wird, dann verkrampfen wir. Und das ist deshalb, nee, die Situation, die mag ich überhaupt nicht, dass wir so Art in der Pace sind. Nee, aber wie gesagt, das hat mich umso mehr gefreut, dass wir das Ding über die Ziellinie gerettet haben und dort die Punkte mal geholt haben. Das war dann sozusagen der Ausgleich für den missglückten Start. Das kann man so sagen. Ja, wir waren mit auf Kurs nach dem Spiel. Also vollkommen. Und haben im dritten Spiel, was noch stattgefunden hat, gegen Lübbenau unsere 4 Punkte voll gemacht. Standesgemäß, wie bereits erwähnt, da haben wir unseren Strich durchgezogen. Da haben wir uns nicht in die Suppe spucken lassen, gar nicht abbringen lassen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass Lübbenau dort mit Herrn Opitz nicht ihren Lieblingsschiedsrichter hatte. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich ihnen bei ihren Reklamieren recht geben musste, dass sie da ein paar Sachen abgepfiffen gekriegt haben, die ich nicht so gesehen habe. Aber ist in dem Fall nicht entscheidungserheblich gewesen, weil weder eine rote Karte dadurch zustande gekommen ist, noch irgendwie ein anderweitiger Vorteil. Sie hätten jetzt 2 Tore mehr haben können und das war's dann. Und ob sie die dann vielleicht noch reingemacht haben, wäre an dem Tag auch noch fraglich gewesen. Wenn sie da einen 7 Meter gekriegt hätten, ob sie dann nicht doch an Tom nochmal gescheitert wären. Das hätte ich dann auch nochmal so an ihm gemerkt. Apropos Tom, ich finde, der geht voll auf in dieser Corona-Zeit, dass er kein Training hat. Der zieht voll seinen eigenen Stiefel durch und ich glaube, der ist gerade fitter als vor einem Jahr safe. Auf jeden Fall. Was die laufen und machen und Krafttraining macht er ja auch. Und also der ist wirklich... in bester Verfassung. Und wenn man an der Stelle vielleicht auch erwähnen will, wenn wir gerade beim Lobhudeln sind, Jonas, finde ich unnormal. Der Typ kommt aus der kalten Küche und haut dir noch ein paar Dinger rein, wo ich sage, ich finde, das ist das drastisch anderes gemacht, oder? Dass unsere Außen plötzlich die meisten Tore werfen. So. Die ganze Zeit weiß man mal drauf. Kriegen. Und jetzt plötzlich funktioniert es so. Pötschi, ja, ist Torschützenkönig gerade irgendwie mit 38 Toren. Hat auch 7 Meter jetzt geworfen, aber 7 Stück. Ja, weil die Quote mal stimmt. Weil die Quote weil ich 60% genau wegwirft. Fahrkarten wirft. Ja. Und dann bei Jonas ist es einfach so, aber es ist schön anzusehen. Ich weiß halt nicht, woher die Übung kommt oder wo die Sicherheit herkommt. Dass er dort immer 1-1 hochgeht, dass er da draußen die Leute beschäftigt, das ist schon enorm, was der abruft. Also das ist für mich noch faszinierender als eigentlich Pötschi. Weil bei Pötschi ist es eigentlich wirklich bloß so, der hat die Chancen war ja schon immer da. Das steht ja außer Zweifel. Der läuft viel, der ist fleißig. Belohnt sich halt so selten und uns. Aber bei Jonas, dafür, dass er so selten zum Training da war und überhaupt, also ich finde, das war ein Start von ihm, also damit hätte ich nicht gerechnet, wirklich nicht. So Jungs, also weitermachen. Genau. Wenn es wieder weitergeht. Wenn es weitergeht, genau. Gut, dann kommen wir zum dritten Platz. Massen aktuell mit 2 Siegen, weil ich glaube, Ortrand gegen Massen wurde abgesagt, ja, von beiden Seiten. Genau. Massen hat. Das war was in Ortrand gewesen, in Corona. Gegen Elsterwerda mit einem Tor gewonnen, 24-23 im ersten Spieltag und. Massen? Und mit 23 gegen zu 21 in Finsterwalde das Derby gewonnen. Ich muss sagen, sehe ich, also habe ich so erwartet. Ich würde auch sagen, dass die einzigen spannenden Spiele für Massen sind wirklich gegen Bali dann, wo ernsthaft Gefahr besteht, dass sie verlieren. Unter anderem. Laut Papier.
Dame noch. Okay, Dame. Vielleicht haben wir mal einen guten Tag. Weil zu Hause. Wir müssten einen guten Tag haben, ja. Und den brauchen wir definitiv. Ja. Wenn Maaßen komplett anrückt. In Maaßen könntest du jetzt zur jetzigen Situation vielleicht auch mal punkten, weil sie dann ihr Publikum nicht im Rücken haben, weil sie dann doch ordentlich peitscht. Aber wie gesagt, es ist eine gute Truppe und auf jeden Fall für mich die Nummer 2 in der Liga. Die Nummer 2. Ja, sehe ich genauso. Also, mal sehen, wie es weiterläuft. Ja. Junge Mannschaft hat viel Potenzial noch. Die können noch lange. Stärker, denke ich. Ja, ob es für die Verbandsliga reicht, mag ich in Zweifel ziehen. Bin ich nicht von überzeugt, aber das müssen Sie alleine wissen. Sicherlich eine erstrebenswerte Situation oder erstrebenswertes Ziel, mal die Nummer zu reißen und mal zu sagen, dass man mal Verbandsliga gespielt hat, dass man die Klasse mal gerockt hat, aber letztendlich wird es für einen Dauerverbleib in der Liga nicht reichen, denke ich mal, da ist der Leistungssprung zu groß, oder beziehungsweise, was mir mal fehlt, der Rückraum, das ist ein massener Problem, seit Herr Zinke haben die keinen so einen durchschlagenden Rückraumspieler, dass du sagen kannst, wenn die auch nicht mehr geht oder wenn die Lücken dicht sind, der wirft ja auch mal einen Block und das haben sie nicht. Da fehlt. Also ich würde noch ein kleines Extra-Lob verteilen. Instagram-Account haben sie. Gerne, jawohl. Da wurde auch gefragt, weil ich angegeben habe, dass kein Video zum Lübbenau-Spiel erscheint, weil ich, der Video macht, in Quarantäne war. Die Kameras waren einfach nicht vor Ort. Und die haben gefragt, warum. Und haben sich dann, ich hab einfach ganz klar gesehen, pass auf, weil derjenige, der dafür verantwortlich ist, in Quarantäne war. So. Und sie haben sich bedankt für die Transparenz. Und ich denke mir so, ey, ich finde, das sollte gang und gäbe werden, sodass man mal fragen kann, was eigentlich los war und dass da nicht so scheinheilig irgendwie getan ist. Ja, es ist ja bei denen, die sind ja sowieso sehr umtriebig, muss ich mal sagen. Also, die waren auch zu vielen Spielen. Ja, ja, eben, genau, diese Reisedelegation, da musste man dann zum Schluss dann auch schon lachen, als man die Mörder aufgetroffen, als Mörder waren, als die drei da auftauchten, die man vorher in die Mörder zum Beispiel gesehen hat, genau in derselben personellen Besetzung, da musste ich dann auch schon der schmunzeln. Der Spätrupp von Maaßen genau. Unterwegs. Ja. Das Triumvirat, das fand ich sehr lustig. Ja, ja, sehr schön. Ich hab also schön, dass jemand mitmacht, so Social genau, Media. Und auf der anderen Seite, Maaßen waren ja schon immer zum Beispiel sympathischer als Finsterwalde, nur dass die kurioserweise für uns keine Sympathien hatten, was auch immer da vorgefallen sein mag, was denen nicht so geschmeckt hat. Aber jedenfalls, ich finde die Jungs okay und das find das gut, dass die da auch so aktiv sind. Genau, dann geht's weiter zu Ortrand. Zweiter Platz aktuell mit 2 Siegen. Mhm. Ich glaube, die haben ein Tor mehr als Maaßen, genau. Das ist der Grund, warum sie vor denen stehen. Ja, erstes Spiel gegen uns gewonnen und zweites Spiel gegen Roland Sportheide. Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht das schwerste Programm gewesen. So. Und erstes Spiel war eh auf der Kippe, so Ortrand tun wir uns traditionell schwierig. Ja. Ja, die können, wie gesagt, mit der Art von Handballspielen können wir nicht anfangen. Das ist so. Leider. Ja, ich habe auch gar nicht so viel zu sagen zu Ortrand. Ja, es war unangenehm. Die haben unsere Behäbigkeit, da waren wir, bei unserem Spiel zum Beispiel, waren wir behäbig gegen die. Da haben wir in der Deckung überhaupt keine Beinarbeit gehabt. Da sind wir nicht vom Fleck gekommen und das haben die gnadenlos ausgenutzt. Und dann hatten sie das Übergewicht auf der Tormann-Position noch und das hat gereicht den Tag. Was tatsächlich, wenn die mal gegen dann ernsthafte Gegner gekommen, also das gegen Ruland jetzt, ohne despektierlich wirken zu wollen, das ist erwartbar gewesen, das sollten sie gewinnen, müssen sie gewinnen und ansonsten weiß ich, was als nächstes bei ihnen noch programmisch haben wir, aber da hätte man schon mal erstmal gesehen, was an Leistungspotenzial da kommen wir später dazu, was auf dem Programm steht. Okay, nee, ich hätte das, jedenfalls waren das, wir wären an guten Tagen Prüfstein gewesen, waren wir aber nicht so richtig, fand ich. Ja. Gut, dann gehen wir schon einfach zum ersten. HC Bad Limwerder. Hm? 2. 3 Spiele, 3 Siege. War so zu erwarten, finde ich. Erstes Spiel gegen Dame mit 29-27 gewonnen. Dann geht zu Hause gegen Finsterwalde mit 27-19 gewonnen. Hm? Und dann in Elsterwerder. Natürlich 29-31 gewonnen. Ich habe nur das Elsterwerder-Spiel gesehen. Hm? Wie schon gesagt, Angst machen sie mir nicht, dass sie hier uns mit 20 aus der Halle schießen. Nee. Du darfst halt nicht ins Laufen kommen lassen. Ja.
Klassische Bad-Lienwerder-Mannschaft. Genau, du musst schon eine gute Deckung stellen, dann wird das nicht über dich hereinbrechen, sag ich mal. Vor allem nicht die Konter. Genau. Wenn sie sich dann in abarbeiten müssen und wie gesagt, wenn du dann auch an Brochi dran bist und ja, dann haben sie ja auch keinen Rückraum. Und das war zum Beispiel, ja, wie ich schon gesagt habe, in Etzewerder ihr Problem, dass sie ihre spielerische Linie dann meines Erachtens so ein bisschen verlassen haben und sich da irgendwie festgebissen haben. Sie sind dann mit der vorgezogenen Deckung nicht klargekommen, weil die Anspielstation einfach nicht da war. Läuft halt auch viel über Karl, der das initiiert. Ja, finde ich komplett. Also. Ja, und wenn der weg war und nicht wusste, wo er hinspielen sollte und Brochwitz im 1-1, also die leichten Tore nicht gemacht hat, war keine Alternative mehr da. Das hat dann gefehlt. Und da habe ich so gedacht, da hatten sie ja Buchi draußen auf der Linksaußen gespielt. Ja, wo ich finde, komplett verschwendet. Ja, oder? Und da habe ich so gedacht, warum... Als Alternative, der hätte... Also vor allem, ich kenne es noch aus unseren Spielen so, dass er auf rechts halb spielt und der geht einfach in den Körperkontakt und wirft dann das Ding noch dir am Kopf vorbei. Ja. So, das ist vollkommen unspektakulär, aber vollkommen effizient und der hat einen platzierten Wurf. Aber wie gesagt, das ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler und deshalb habe ich mich gefragt, warum man den als Alternative nicht auf den Rückraum dargebracht hat. Das fand ich, Geheimnis des Trainers. Ja. Und Herr Große wieder am Tor gewesen. Ich finde ja auch, er hat richtig stark angefangen gegen Etzewerder und dann wurde irgendwie der andere Torwart eingewechselt und ich fand, der war... Hat erstmal gar keine Hand am Ball gekriegt, war aber dann im letzten zwei Konter dann da, als es um die Wurst ging. Ja, vor allem, ich finde ja, der hat ja vorher wirklich gar keine Hand dabei, da war Herr Große halt komplett besser. Ja, also auf jeden Fall. Mindestens eine Klasse. Und war das dann Etzewerder Aufbaugegner für einen Ersatztorhüter? Also ein bisschen hat es so gewirkt, weil ich hab nicht gesehen, dass da ein Leistungssprung da war. Nee, und ich hätte den auch bei Zeiten wieder rausgenommen und habe gedacht, jetzt hätte ich Thomas wieder reingestellt, aber nee, die haben dran festgehalten. Und letztendlich hat der Trainer recht gegeben. Ja, weil wenn er die entscheidenden Held war, dann ist ja gut. Zwei Punkte sind zwei Punkte. Richtig. Am Ende. Und die hat er festgehalten. Und wieder ein Euro ins Phasenschwein. Auf jeden Fall. Gut. Damit sind wir in der Tabelle durch. Ich würde gerne eine Sonder-Edition, Corona-bedingt, einberufen. Es wären ja jetzt ein paar Spiele passiert. Wollen wir einfach mal schätzen, wie die ausgegangen wären? Schätzen, ja. Schätzen, also natürlich. Wir geben mal gute Tipps ab. Wir tippen mal. Okay, ich würde einfach mal anfangen. Ja, ganz, die ganz jetzt sind vorliegen, deshalb dann liest du bloß mal vor. Und ja. Ich lese einfach vor. Wir haben... Finsterwalde gegen Etzewerder wäre das erste Spiel gewesen, was nicht stattgefunden hat. Finsterwalde gegen Etzewerder. Das hätte Etzewerder meines Erachtens nach knapp gewonnen. 2-3 Tore, oder? 2018. Wären auch nicht viele Tore gewesen. Wenn Etzewerder dabei ist, gibt es nie viele Tore. Also bei uns auch nicht, normalerweise. hätte ich getippt 2018 für Etzewerder jetzt, wäre mein Tipp. Ich würde jetzt ehrlich... Letzten Jahre im Finsterwalde, wenn Herr Kühn nicht dabei ist und wie gesagt, ich glaube, das ist immer noch so, dass sie ihre Jugend nicht wirklich spielen lassen. Doch, also Niemala hat sie gespielt, die haben auch die Abläufe da eingeleitet und gemacht, nur haben die Durchschlagskraft nicht, also das Spiel ist darauf angelegt, dass sie durchspielen, also dass eine Lücke ist, wo sie dann durchmarschieren können und dann wollen sie das Ding mit Zauberei verstecken, den einfachen, geraden Abschluss haben sie nicht. Und den hat der Kühne. Und wenn mir das erste nicht funktioniert und der Kühne nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Dann ist es tot. Okay, dann also da verlassen sich schon noch viel. Also der muss schon viel reparieren noch. Ich denke, Etzewerder hat auf jeden Fall alle Qualitäten, um Dinge außer Kraft zu setzen. So. Die sind eklig. Punkt. Ja, klar. Und da sehe ich halt auch ganz klar den leichten Vorteil für Etzewerder. Mit Kraft, außer Kraft, genau. So läuft das. Gut, dann zweites Spiel wäre Dahme gegen Plesser gewesen. Ja, ich habe es ja schon eingedeutet, in Dahme... Ich denke, es wäre super abhängig von welcher Mannschaft wir da hinfahren. Halt so. Ja. Ob wir Chancen haben, da was mitzunehmen. So. Chancen haben wir dort immer. Wir haben dort mit den größten Hungermannschaften schon sehr gut ausgesehen. Bei uns kommt die Halle entgegen insoweit, dass wir ein Heimatgefühl entwickeln, weil die so ähnlich ist wie ein Plesser. Nachteil ist natürlich, dass es auch so enger ist wie ein Plesser, also außen einen halben Meter mehr, vielleicht mehr, aber immer noch nicht viel Platz für die Außen.
Und da kriegst du halt sozusagen die großen Kerle nicht genug ins Laufen. Du musst halt immer entweder drüber oder dran vorbei. Und dran vorbei wird dann eben schwer, wenn es enge ist. Und dann, das liegt denen halt. Da hast du halt schlechte Karten bei den Runsen. Und deshalb musst du sie selber ans Laufen kriegen, also vielleicht auch viel über gute Deckungsarbeit rauskriegen, dass du dann leichte Tore werfen kannst. Und wenn du die nicht hast, wird es schwierig. Und deshalb, ja, es ist schwer zu tippen, aber ich hätte mit einer Niederlage gerechnet schon, muss ich ehrlich sagen. In dem Fall, da bin ich mal Pessimist gewesen. So ein 21-18 oder sowas hätte ich da mir so. Also da hatte ich ein schlechtes Gefühl schon gehabt. Ich fand, da sind wir voll die falschen Gesprächspartner, wenn wir uns gleich tippen immer die ganze Zeit. Kannst du mal die Frage? Psst. Nee, sie hat keine Ahnung von Damen. Hat sie noch nie gesehen. Schwierig. Egal. Na, Wie gesagt, deshalb brauchen wir noch einen dritten dazu. ja, am besten jemand von einem anderen Verein, so, der Das sich auch wird aber auskennt in der Liga. aufwendig. Ja, schwierig. Vor allem in Corona-Zeiten. Egal. Ich frage mal das Große. Es geht weiter. Also ich würde auch sagen, mit einem richtig, richtig guten Tag hätten wir halt Punkte mitgenommen, aber es wäre nicht deutlich geworden. Genau. In zwei Tore. Ja, wir sind doch so. Aber normal Spiel, in zwei Tore zurück und fertig. So. Hätten wir Punkte dort gelassen, aber wäre, ich denke mal, ein ganz gutes Spiel geworden. Ja, denke ich auch. Weil wir sind halt beides Mannschaften, die Außen- und Rückraum irgendwie mit einbeziehen. Nee, das wäre Und schon gut. nicht auf schnell Konter aus sind eigentlich normalerweise. Nicht hauptsächlich, sagen wir Ja. so. In dem Fall hätte sie sich wahrscheinlich daran entschieden, ob wir ins Konter nie kommen werden oder nicht. Wenn wir die Deckung nicht gestellt gekriegt hätten oder der Thomann nicht die Leistung gebracht hätte und wir nicht ins Konter nie kommen wären, wären wir im Nachteil gewesen, ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Herzberg gegen Massen. Ich muss sagen, jetzt fange ich mal an. Ich sehe da ganz klar Massen im Vorteil. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, die einzigen Gegner sind Dame und ich, jetzt wirklich die einzigen Mannschaften, die Chancen haben, gegen Massen was zu holen, sind für mich Dame, Elsterwerda, wir und Liebenwerda. Ganz klar. Einfach nur die ersten drei Mannschaften wegen Körperlichkeit, dass sie wirklich was entgegenzusetzen haben, wo sie Massen überlegen sind, stellenweise. Und Bad Liebenwerda einfach, weil sie das System durchziehen. Also einfach schnell Geschwindigkeit mit Massen mithalten können. Ja. Oder vielleicht sogar übertreffen. Ja. Und ich sehe da keine. Jetzt Herzberg, außer die Welt steht wieder Kopf und Herzberg hat einen Übertag. Ja, ist schon schwer vorstellbar, Besten Torhüter der Welt hier quasi wieder. dass Maßen sich mit dem Schiedsrichter so überwirft, dass sie sich so benachteiligt sehen, da sind sie eigentlich nur nicht die Typen dafür. Also ich sehe ungefähr 90% Ja, Gewinnquote doch bei ziemlich Massen. klar, 25, 20 oder sowas. Es werden ein paar Tore mehr fallen, vielleicht sogar 28, 23, sowas. Weil Herzberg ja auch gerne dann Ausmacht. ins offene Messer rennt und dann Heidi Witzka spielt. Hase und Jäger. Und da denke ich, das wäre klares Ding für Maaßen geworden, ja. So, und dann kommen wir zum ersten richtigen Prüfstein für Ortrand. Wäre Bad Liebenwerda gewesen zu Hause. Aber Bad Liebenwerda ohne Max ist halt so ein Faktor, oder? Also, Ja. ich glaube, die fassen nie einen Ball ohne Max an normalerweise. Nee, das halten die auch für verboten, glaube ich. Aber muss man sich halt anpassen. Das wäre ein Ortrand gewesen, ja. Ja, es wäre Okay. Ortrand gewesen. Ortrand zu später Stunde ist immer ein schwieriges Spiel, sage ich mal. Dort, die Halle ist, empfinde ich auch immer so ein bisschen als bedrückend, weil die so, ich empfinde die immer so als leicht dunkel. So. Keine Ahnung, warum das, ob das bloß mir so geht, aber ich finde es halt dort immer schwer zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Das sind so ungeliebte Spiele. Und Limana wird es sicherlich nicht anders gehen. Ich nehme mal an, das wird schon ein Faktor sein. Also ein schönes Spiel wird es garantiert nicht. Oder wäre es nicht geworden. Aber ich denke schon, dass Also ich habe immer sie. das Gefühl, also Bad Liebenwerda hat letzte Saison, wo sie Meister geworden sind, ich glaube genau in Elsterwerda, also gegen Elsterwerda und gegen uns, Punkte liegen lassen. Ja, Also jeweils unentschieden gespielt aha. und dann in Lübbenau verloren. Ja. Aber ich finde halt ganz klar, dass diese Halle ohne Harz
Also merkt man, das ist ein Einbruch dort, leistungstechnisch. Aber ich könnte mich grau daran erinnern, in Ordnern hatten sie letztes Jahr verhältnismäßig routiniert gewonnen. Das war, glaube ich, nicht das Problem. Ja. Aber gut, selbst von. Ich würde trotzdem sagen, also. Lieber hat sich schwer getan, aber sie hätten gewonnen. Ja, ich würde auch 70-30% so schon. Also 70% für Bad Nürnberg-Sieg als und 30. In Anbetracht der Spielweise von Ortrand wäre es auch kein schnelles Spiel geworden, sodass ich auch dann lande, was will ich, beim 24-21, 24-20, irgendwie sowas. Also nicht kein Klassenunterschied. Nee, nee, in dem Fall nicht. Da passen die Rahmenbedingungen. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Roland gegen Schwarzheide. Roland Schwarzheide gegen Löwenau. So. Oh, das wäre sehr interessant geworden. Das wäre sehr interessant geworden. Und im Ergebnis hätte Schwarzheide seine zweiten. Ich denke auch, zwei Punkte eingefahren. Löwenau sieht quasi, da sind Chancen auf Punkte auswärts, weil Aufsteiger und nicht, also laut Papier eine der schwächeren Mannschaften der Liga. Hm. Aber ich weiß nicht, ob sie. Das da, noch fähig sind, ihre Leistung auf da Parkett sie, zu bekommen. Und da kommen sie dann wieder mit vier Mann. Verstehst ja. du? Ja. Oder damit die anderen, direkt. Damit die anderen eine Chance haben. Ja, das wär, wie gesagt, es wären die nächsten Punkte für Roland gewesen, tippe ich mal. Es wären 22-20. Oder auch 20-18. Und richtig unschönes Spiel. Auf jeden Fall. Dann vielleicht sogar noch mit einer schönen roten Karte dazu. Oder 2-3 oder so. Spektakulärer. Gut, gehen wir direkt zum nächsten. Das wäre dann am 7.11. hätte das stattgefunden. Finsterwalde gegen Dahme. Wäre eine interessante Paarung gewesen. Das ist auch schwer zu tippen, muss ich mal sagen. Also ich traue ja Finsterwalde prinzipiell mit der Besetzung, was ich gesehen habe, immer prinzipiell auch an guten Tagen was zu. Aber ob es für Massen reicht, wage ich zu bezweifeln. Zumal in Finsterwalde mit Bugs gespielt wird, also sehe ich die Vorteile schon bei Dahme. Und wenn sie so weiter gerollt werden, wie sie jetzt angefangen haben, denke ich mal, wäre es auch an Massen gegangen. 26-22 für Dahme. Ja, mein Tipp. Ich sehe auch ganz klar Dahme. Also einfach nur, weil ich Aussehen mehr zu. Ich nehme nur das, was ich von Finsterwalde gesehen habe, in den Spielen dagegen. So, und ich habe diese Saison noch nichts von ihnen gesehen. Es ist löblich, wenn endlich mal die Jugend quasi sind drei Junge. Anstatt diese Treter teilweise, um nicht, die haben nicht getreten, die haben ausgeschlagen. Ja, so. Richtig ausgeschlagen, ja. Da tun sie sich sportlich und menschlich keinen Gefallen, die im Team zu haben. Vor allem, wenn es so läuft. Aber ich hoffe, da ist Besserung in Sicht, sportlich wie menschlich. Muss man sehen, also von den Jungs kann ich es noch nicht beurteilen. Muss man erst aus eigenen Erfahrungswerten dann schöpfen. Müssen wir uns nochmal anschauen, wie sie sich verhalten dann. Ja. Wenn es gegen die Bauern geht. Gegen die Bauern ist besser. Okay. Das können sie mal nicht so verknusen. Dann geht's weiter, Bad Nürnberg gegen Herzberg. In Bad Nürnberg. Ja, da braucht man nicht groß drum rumreden. Das ist eine glasklare Angelegenheit. Da geht es um 7-8 Unterschied, so sage ich mal. Da geht es für Herzberg um Schadensbegrenzung und. Fertig. 30-20 hätte ich sogar getippt. Okay, 10 Unterschied. Das war ein Festival gewesen für Heimspiele. Für vor allem, aber ein brutal schnelles Spiel. Ja. Also, ich denke mal, da hätten die Schiedsrichter gekotzt. Ja. Von der Laufleistung. Wenn du da Herrn Götzl oder so ansetzt, dann wäre. Spucke. Ja. Oder ich bleibe einfach hinten stehen. Gut. Dann geht's weiter mit Massen Löbenau. Ich finde auch komplett konträr in der Tabelle anzuordnen. So. Massen oben, Löbenau irgendwo unten, ganz weit unten. Ja, das wird für Massen. Und da wird Löbenau mit 4 Leuten anreisen oder so. Das wird für Massen nicht schön. Die werden sich sagen, was soll das? Und ja. Schaffen die 50 Tore? Nee, machen sie aus Fairnessgründen nicht. Die lassen dann ihre, genau. ihre Bank komplett spielen. Genau. So, okay. Da haben wir ausprobiert. Und dann geht's weiter mit Elsterwerda gegen Ortrand. Das hätte mich jetzt richtig interessiert, wie Elsterwerda sich gegen Ortrand tut. Ich finde aber, das ist nicht die gleiche Voraussetzung wie unser Spiel gegen Ortrand, weil halt diese Pause davor nicht ist. Hm.
Also ich weiß nicht, wie es jetzt wieder wäre, weil jetzt haben wir wieder so eine Riesenpause. Wird genauso wieder, musst du sehen, wie du aus den Startlöchern kommst. Das wird wieder genauso sein, du tastest ihn wieder ran, das wird wohl nicht gleich wieder funktionieren alles. Ja, aber jetzt werden halt ihre Automatismen, die ja, weniger Autismen, also die schneller greifen mit uns. Genau, so. 1, 2 ist immer noch schneller als bis 15. Das auf jeden Fall. So eine Kombi, die über 5 Stationen geht, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich sage, Elster Werder macht das mit Willen, gewinnen die mit 3-4 Toren. Ja, bin ich voll bei dir. Weil Ortrand hat, das sind so junge Spieler, die haben durch den Biss. Nee, die lassen sich dann bei Elster Werder das Butter vom Brot zu nehmen. Da müssen sie das Glück haben, einen Schiedsrichter haben, der wirklich eine knallharte Linie fährt, was diese Körperlichkeit anbelangt, dass sie mit diesem Stoßen vor der Deckung und so das weggepfiffen kriegen, aber ansonsten, nee, keine Chance. Dann geht's weiter zu Roland gegen Plesser. Christian, tut mir leid, wenn du das hören solltest, aber in der Situation, muss ich leider sagen, erwarte ich einfach von unserer Mannschaft, dass sie die Punkte holt und das auch noch mit einer gewissen Routine. Natürlich kann das genauso andersrum laufen, dass wir uns schwer tun, aber ich erwarte trotzdem dann einen Sieg von unserer Seite. Also hätte ich erwartet, das wäre für mich ein 25-20 Spiel gewesen. Ich hätte jetzt auch so 3-5 Tore voran relativ souverän runtergespielt. Irgendwie. Wenn wir unsere Leistung hätten abrufen können. Wenn wir unsere Leistung abrufen, natürlich. Man geht immer vom Positiven aus. Man geht vom Positiven aus, genau. So, und dann geht's weiter am 14.11. Wer gewesen? Plesser gegen Massen. Ganz schwere Nummer. Und wie gesagt, wenn wir Massen in dieser Saison hätten bezwingen wollen, wäre es das Spiel gewesen, im Heimspiel mit voller Kapelle und voller Leidenschaft, würde ich uns einen Sieg zutrauen mit 2 Toren. Und dann kommen wir auch wieder so in die Sphären, so 25 Tore auf jeden Fall, musste wohl werfen. Ja, in manchen Fällen mehr Tore als ja. Bei uns. Und wie gesagt, das ist an einem guten Tag, ansonsten hauen die uns weg mit locker 5 Toren, aber wie gesagt, da hätte ich getippt jetzt so 27, 25 für uns, wenn es gut gelaufen wäre. Ich denke auch, also wenn die Abwehr steht, wenn Tom einen guten Tag hat. Oder Horny. Und dann müssen wir einfach nur vorne die Dinger machen. Die Dinger machen und einfach ein paar Rückraum auch entlasten. Außen muss funktionieren. Also, so, ich sag mal so, jeder muss 70-80% Trefferquote ja, haben. Und einfach. Und dann ist das drin. Ich würde auch mal sagen, dass Massen zum Beispiel nicht einen von den stärksten, also das soll jetzt nicht abwerten klingen oder sowas, aber da gibt es in der Liga einige Torleute, die besser sind und dass ich denke, dass da eine Effizienzgeschichte von uns halt wäre. Das war ja im letzten Spiel in Massen genauso, dass wir dran gescheitert sind an unseren Chancen. Es war ja nicht so, dass wir keine Chancen gehabt hätten. Und wenn du die reinmachst, aber das ist ja bei jedem Spiel eigentlich das ja. A und O, dass du sagst, wenn du die reinmachst. So war jetzt wieder das Phrasenschwein im Spiel. Genau. Die 10 Euro legen wir dann irgendwo in eine Vereinskasse. Genau. HV Roland Schwarzheide gegen Dahme wäre das nächste Spiel gewesen. Klare Geschichte für Dahme. Ja, ich denke auch, die spielen Stiefel runter. Da wäre Roland, glaube ich, schwerlich über 20 Tore gekommen. Ich würde sagen, so 24-18, irgendwie sowas. Also da hätte sich Roland wirklich abgearbeitet, sage ich mal. Ich hätte, das wäre ein deutliches Ding, es wären 30-18 gewesen oder sowas. Nee, so. Also für Dahme natürlich. Ich preise da ein, dass Dahme in der Halle noch nicht war, wenn sie in Roland gespielt, in Schwarzheide gespielt hätten. Und dann wäre Dahme erstmal rumgerannt, wie Falschgeld, die hat das mal geguckt, wo ist die Bank, wo ist das Spielfeldschluss, das wäre für die auch genauso ungewohnt gewesen. Und wenn sie sich da eingegruft hätten, das hätte nur eine Weile gedauert. Okay, dann kommen zum nächsten Spiel. Ortrand gegen Finsterwalde, finde ich auch super interessant jetzt einfach. Ortrand gegen Finsterwalde. Weil das ja die komplette Unerfahrenheit gegen eine Mannschaft... die eventuell unerfahren ist, aber brutal erfahrene Leute, also die Kühn und sowas. Mhm. Du hast mal gesagt, der hat Bundesliga gespielt, war? Nee, das ist Dings, der Trainer von denen. Sag schon. Schneide ich raus. Ja, schneide raus. Pause, wie ist er denn? Nicht Kühn, sondern Klose, der hat wieder Bundesliga gespielt, ja. Aber der zieht sich ja ab und zu doch noch die Turnschuhe an. Aber mehr oder weniger in der Deckung, weil er vorne auch nicht mehr springen kann und so. Und
Stimmt. Eigentlich einfach schon mal Großes. Gut. Dann geht's weiter mit Herzberg gegen El Salvador. In Herzberg. Sehr interessant. Sehr interessante Begegnung. Könnte ich mir vorstellen, dass Herzberg da was Zählbares mitnimmt, dass sie knapp gewinnen. Mit allem Elan und Enthusiasmus und mit allen Leuten, die sie jetzt haben. Ich sag mal so, wenn die Schiffner Brothers komplett. Schiffner, aber nee, das Problem gegen uns war ja, dass die Außen waren ja so offen und frei. Pötschi konnte ja quasi bis zum halben durchlaufen und werfen. Also ich finde halt so, die Außen waren ihre Probleme in der ersten Halbzeit. Und auch, wenn sie so spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann wäre es viel ernster geworden für uns. Ja, und auch weil bei den Außen richtig selber viel zu viel über Außen gekriegt und vorne zu wenig über den Außen reingekriegt. Die haben ja, was die für Chancen von außen liegen lassen haben, das waren ja locker 10 Stück pro Halbzeit. Ja, ja, ganz klar. Also, und das ist das große Banko gewesen, ja. Schönen Gruß nach Herzberg. Wir haben gerade eure To-Dos aufgelegt. Den Matchplan ging jetzt aber auch drauf. Vielleicht liegen wir auch komplett falsch. Also strengt euch an gegen El Salvador. Also es wäre auch viel, also ich würde tippen, wenn alle an Bord gewesen sind, hätte Herzberg das Ding knapp nach Hause geschaukelt. 22-20 für Herzberg würde ich tippen. Okay, also ich hätte es auch super eng gesehen, und also, aber eher für El Salvador. Kann genauso gut sein, wenn Herr Spillecke dort mitkriegt, dass er mal wieder rollen kann, dann macht er wieder dann so macht 15 Buhnen. 15 Buhnen, ja, und dann genau. Ist es gut. Mit dem Meter natürlich. gut, dann kommen wir zum letzten Spiel, was quasi heute gewesen wäre. Lübbenau gegen Bad Lienwerder. Gut, Lienwerder. Kurz nochmal, Bad Lienwerder, wie konntet ihr letzte Saison in Lübbenau verlieren? Ich verstehe es nicht. Ehen so ein Fliegenschiss oder. Zu Hause haben sie mit 40 Unterschied gewonnen oder so irgendwie. Und das wurde auch schön propagiert. Aber irgend so ein Möbelschiss muss man auf seinen Anzug, glaube ich, haben. Insofern, ihr habt einen Ruf zu verlieren, also macht's doch mal. Ja, bitte. Es ist die letzte Saison von SSV. Ist das so? Ja, also das haben sie letztens mal noch bestätigt. Da gibt es wohl noch ein bisschen Knatsch, weil Ortran nicht antreten will an ihrem letzten Spieltag. Da haben sie nochmal sämtliche Sponsoren geladen. Und da soll nochmal großer Zampano gemacht werden mit allen Beteiligten. Und dann, also hier Götzelt und Co. Und das soll dann das Ende des SSV als Handballabteilung sein. Oh. Ja, also. wird uns eine Mannschaft fehlen, die uns über Jahre begleitet hat jetzt. Die ständiger Gast in der Liga waren. Und an dem wir uns leidlich abgearbeitet haben. Die uns ja auch zum Anfang sehr mit Hochmut begegnet sind und uns regelmäßig aber auch die Hammelbeine langgezogen haben. Und auf der anderen Seite konnte man an der Mannschaft sehen, wie wir gewachsen sind, beziehungsweise uns verbessert haben, beziehungsweise wie manche dann doch dann der körperliche Verschleiß ereilt, dass du nicht mehr die Leistungsfähigkeit hast, die du in End 30, Anfang 40 noch hast, sag ich mal. Jo. Na dann wünsche ich. Bringt es ordentlich zu Ende. Genau. Lübbenau. Mit Anstand und Ehre, genau. Genau, und vielleicht mit mehr als 5 Leuten fürs Auswärtsspiel. Genau. Das wäre so ein Wunsch. Wäre auch für die anderen Beteiligten ganz gut, wenn wir alle mit gleichem Maß messen können. Dann sind wir am Ende. Wir sind nicht am Ende, wir sind eigentlich am Anfang. Wir warten drauf, dass es wieder losgeht. Wir schauen mit den Hufen. Genau. Aber das wird ja nicht bei uns so gehen. Es gibt sicherlich viele, die das jetzt sich mal anhören, die werden genauso denken wie wir, und deshalb hoffen wir, dass wir uns bald auch wieder auf der Platte sehen und da uns körperlich wieder messen können. Genau, also ich hoffe, wir können halt uns alle wieder bald auf der Spielfläche sehen. Wünsche euch allen stay negativ, Corona negativ, weil Gesundheit ist das Wichtigste. Genau, und nicht zu viel querdenken. Tschüssi. Ciao.